Ach so, warte mal, ich kann bowlen hier. Hello, ma'am. Would you mind if I use this lane for a bit? Oh, Mr. Special Agent. I suppose it'd be worth it for someone like you. After all, you might have what it takes to go semi-pro someday. Yes, that's right. I have the potential to become a semi-pro bowler. Therefore, I'd like to test my mettle on this lane. The bowling bug has bitten me, and it refuses to let go. Well then, let's see what you got. Okay, Ranking. 300 Punkte ist der erste, ist das... Aha, Butterkeks, gewöhnlicher Stoff für den zweiten Platz und eine aufmerksame Puppe, Level 1. Ich kann also auch eine Voodoo-Puppe hier freischalten, hier gewinnen, wenn ich Erster werde. Überall ist hier gerade Kabel bei mir. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist alles irgendwie... Ah, ich muss das kurz sortieren wieder. Okay, das ist das. Okay, ich verstehe. Na gut. Belohnung. Ah, guckt euch das mal an. Was es da alles gibt. Echsenbein, Echsenkopf, Eichenblatt, verschiedene Talismänner, distanzierte Kette Level 3 für 9000 Punkte. Ha, ich spiele jetzt mal für 5 Dollar. Ich wollte schon sagen 500 Dollar. Das wäre ein bisschen teuer. Okay, 5 Dollar. Okay, wählen Sie Standard. Um Bowling nach den üblichen Regeln zu spielen. Ein Standardspiel besteht aus 10 Frames. Ja, 10 Frames. Das kommt ungefähr hin, glaube ich. Gespielt wird um die Punktezahl. Ihnen stehen mehrere Bälle zur Verfügung. Wählen Sie den einfach passend aus. Also gut, ich mach's wie beim letzten Mal. Ein 6-Pfund-Ball. So. 16, nicht 6. So. Stark und links Drall. Und Strike! Oh, der war gar nicht so gut, Mensch. Das können wir besser, los. Ach so, warte mal. Ich muss ja jetzt nur die 3 noch treffen, ne? Okay. Ah, damn it, das wird nix. Viel zu. Oh, ah, immerhin. Okay, immerhin. Guten Appetit. Bis später vielleicht. Na gut, okay. So kriege ich nie den Eidechsenkopf als Belohnung. Das war, glaube ich, zu viel Linksdrall. Uiuiuiui. Nicht gut. Das könnte ganz gut werden. Yes! Das macht Spaß. Das ist total, also, simples Standard-Bowling-Spiel, aber macht irgendwie echt Spaß. Das ist cool. Nur warum ich leichtere Kugeln nehmen sollte, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich werden die Pins dann nicht mit so viel Power weggeboxt, sondern verteilen sich vielleicht eher zur Seite. Vielleicht macht das sogar Sinn. Sollte ich mal rumexperimentieren damit vielleicht. Aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir schauen, ob ich hier möglichst... Nein, na, schauen wir mal. Nein! Shit. Das ist cool. Das ist echt cool. Weißt du, was wir jetzt bis morgen 12 Uhr mittags machen? ich nehme mal nur... ich nehme mal die 7-Pfund-Kugel. Sonst mache ich aber alles gleich. Das war zu viel Dings 3, glaube ich. Naja. Und jetzt, weil ich will ja, dass die Kugel sich durchfräst jetzt einfach... Nehme ich jetzt die 16-Pfund-Kugel. Mal schauen. Ah! Come on!
Na, schauen wir mal. Oh, das könnte jetzt ein bisschen... Naja. Brauche ich sehr viel Linksdrall. Ha, schauen wir mal. Ja, immerhin. Immerhin. Das ist cool. Das Kegeln ist cool schon mal. Hm. Das ist echt cool. Ach. Mach jetzt mal einen Wurf, der nicht so fancy ist, sondern einfach nur so straightforward und dann schauen wir mal. Ja, das war. Ja, genau. Genau, was ich wollte. Ich habe das Gefühl, wenn ich es ein bisschen fancyer mache, ist es irgendwie besser. Ich habe das Gefühl, die leichte Kugel reagiert auch viel stärker auf Drall als die schwere. Vielleicht ist auch das der Hauptunterschied oder so. Ich nehme mal die 13-Pfund-Kugel als Kompromiss oder so. Das war viel Drall. Das sah so gut aus, Mensch. Das sah so gut aus. Bis die Kugel dann eingeschlagen hat und dann sah es plötzlich ganz furchtbar aus. Schade. Na, das geht genau dazwischen durch. Wenn ich Glück habe, treffe ich den ganz rechten. Nee, nix. Ja. Aber das ist wirklich cool irgendwie. Das macht echt Spaß. Chillig. Pupillig. Aber nicht zu billig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bin total bescheuert. Ja, wenigstens haben wir noch ein paar getroffen. Glück gehabt. Total bescheuert. Okay, immerhin. Ich nehm's. Besser als nix. Ah, nein. Furchtbar. Der vorletzte Wurf. Muss mich jetzt echt dran halten, Mensch. Ich krieg ja gar nichts zusammen. Ich krieg ja nicht mal 100 Punkte zusammen. Gott, ey. Ich bin so schlecht. Ich wider mich an. Das will ein Halbprofi werden. Niemals. Okay, letzte Chance jetzt. Jetzt muss es ein Strike werden. Francis York, morgen. Sonst kommst du nicht in Smash Brothers. Immerhin, das ist ein Anfang. Und jetzt pass auf. Oh, das war zu viel Rechtsdrall. Ah. War das perfekt oder was? War das schön? Brüpp. Wunderbar. Wow. Richtig gut. Kriege ich noch einen Extrawurf quasi? Ich verstehe. Weil ich am Schluss 3 quasi habe. Okay. Und jetzt kommt der Strike. Strike! Ah, die hat gewackelt. Das war fast ein Strike. 100 Punkte, immerhin. Immerhin 100 Punkte. Dafür gibt's irgendwas. Das ist das Schlechteste. Also das Schlechteste, für das man was kriegt. Eine Dose Cola gibt's dafür. Ah, ich spiele noch ein Spiel. Das macht mir gerade Spaß. Es ist immerhin, in einem 24-Stunden-Stream muss ich mich wirklich nicht stressen. Also, ich nehme jetzt mal die ganz leichte Kugel. Die ganze Zeit über. Schauen wir mal, ob es mit der besser funktioniert.
150 sollten es in der Realität. Ich habe schon mal echt, also gegen Kegeln war ich öfter. Ich weiß nicht, da zählt man anders, aber ich bin froh, wenn ich da ab und zu mal einen Kegel abräume. Eigentlich. Ich bin froh, wenn die Kugel quasi nicht links und rechts in den Rand geht. Das ist eigentlich ein Erfolg. Insofern haben wir da, glaube ich, andere Maßstäbe. Genauso. Das ist normal. Bei der Wii war ich sehr gut. Bei der Wii habe ich es perfekt. Also, da habe ich so lange gespielt, dass ich das echt eigentlich fast immer hinbekommen habe, dass ich immer Strikes mache. Immer alles abräume. Immer diese einen verflixten Kegel. So, das ist gut. Das wird super. What? Ich finde der ist so schön. Da hätte ich jetzt erwartet, dass ich mehr treffe. Der ist doch so schön reingebrettert. Da bin ich jetzt enttäuscht. Vielleicht liegt es an der 7-Pfund-Kugel. Da hätte ich wirklich gerne ein Tutorial gehabt, was das Gewicht der Kugeln mir bringt, eigentlich. Aber ich wechsle jetzt auf 16 Pfund. Ich habe das Gefühl, die schwerste Kugel ist bis jetzt die beste. Volle Power! Puh, das war nicht so gut. Wirklich, ich glaube, der Drall wird schon stark beeinflusst von dem Gewicht der Kugel. Kannst du nicht die Kinderhilfe einstellen, dass man links und rechts die Löcher stopft oder sowas? Das wäre cool. Ich glaube, das geht nicht. Nee, ich habe übertrieben. Ich war nicht oft kegeln, aber in Wirklichkeit war ich gar nicht so schlecht. Das stimmt gar nicht. Ich habe übertrieben. Aber wahrscheinlich, also auf jeden Fall bin ich hier jetzt gerade im Spiel besser als in Wirklichkeit. Ah, schade, Mensch. Das wird jetzt schwierig. Ah, Mist. Schade. Spare, stimmt, ich kann mich erinnern, aus Wii Sport. War sehr gut. Wir kommen der Sache näher. Ich glaube, ich kann schon gar keine super Highscore mehr schaffen, aber es ist eine gute Übung. Vielleicht kriege ich hin, dass ich so ein Gefühl dafür kriege, wie die Einstellungen sein müssen, dass ich eine hohe Strike-Wahrscheinlichkeit habe. Ha! Komisch, oder? Hätte ich jetzt gedacht, dass das besser läuft. Das ist so cool. Ein Anzug bowlen, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht leicht. Oh, come on, du blöder Kegel, du. Muss das sein? Den treffe ich unmöglich, weil es wirklich schwer ist, gerade die Kugel gerade zu schieben. Ah, oh, das war gar nicht schlecht, aber... Ja. Genial. Immerhin sind wir jetzt schon über 100, aber trotzdem, 200 kriegen wir trotzdem nicht zusammen, befürchte ich. Gut.
Der war wirklich gut. Endlich mal ein Wurf, der genau so geklappt hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Bis jetzt war es eher immer Glück. Das war gerade wirklich gewollt. Sehr schön. Irgendwie hatte ich da schon mal einen besseren Winkel, habe ich das Gefühl. Für 200 musst du durchgehend mindestens ein Speer mit 7 Kugeln am ersten Wurf der Runde werfen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber man kann doch in der letzten Runde theoretisch Bonuspunkte verdienen quasi. Aber das habe ich jetzt auch schon. Oh, was mache ich denn? Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Ich war blöd. Ich habe falsch gedacht. Ah, ja, das habe ich jetzt davon. Im wahren Leben mache ich oft fehlende Technik durch rohe Gewaltwette. 140, das gibt nicht mal eine neue Belohnung, oder? Warte mal, 200... Ach so, warte mal, ich habe 240 Gesamtpunkte? Wie habe ich denn das geschafft? Ach so, das wird addiert. Dann spielen wir jetzt nochmal. Das ist ja super, das wird addiert. Solange ich einfach nur immer weiterspiele, schaffe ich es irgendwann. Das ist cool. Okay, jetzt passt auf. Jetzt mache ich einen gewagten Wurf. Sehr stark nach links. Jetzt muss aber ein ganz starker Rechtsstrahl her. Okay, schauen wir mal. Okay, nee. Ah. Oh. Ja, na immerhin. Na immerhin. Also, jetzt pass auf, ich muss hier noch ein bisschen feintunen. Wie wär's denn, wenn ich nicht ganz zu weit mache und trotzdem super krassen Drall? Mit der ganz schweren Kugel. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Jeder Strike bringt beim nächsten Wurf die doppelte Punktzahl, genau. Mist, der geht genau dazwischen wieder durch. Ja, aber das ist auch im wahren Leben super hart hier, sowas. So, jetzt versuche ich mal was ganz was anderes. Was ist denn, wenn ich einfach so werfe? Nicht so gut. Hallo Softworks, hallo, hi. So, jetzt wartet mal. Oh, das war gar nicht schlecht. Wenigstens die 3 oder 4, die da stehen, die werde ich treffen. Nein, nein, vor allem wieder nicht. Das wird eine furchtbare Runde, aber hey, es addiert sich ja alles. Okay, jetzt passt auf, dann mache ich jetzt mal so und so und so. Nicht so wirklich. Schade. Ich habe mal in Real Life 233 Pins mit einem 5 Bagger, dann 9 Pins, dann... Null. Wurf und Clean Game versaut. Verstehe überhaupt nicht, was du da schreibst. Dann 9 und Spare. Und dann noch ein Turkey. Was ist denn ein Turkey? Also ich habe das Gefühl, am besten läuft schon, wenn ich so ziemlich... Ja, aber jetzt muss ich nochmal kurz... Jetzt passt mal auf. Wenn ich jetzt die 13 Pfund Kugel nehme... Aber die Einstellungen mache ich genau wie vorher, weil dann müsste der Drall stärker sein, wenn ich das richtig verstehe. Und somit eventuell schöner so seitlich rein. Ja, 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 ja. Okay, das ist, ich meine, ist jetzt gerade Pech, wie die Kegel hier stehen, aber... Grundsätzlich... Yes! Na, immerhin. 5 Bagger sind 5 Strikes hintereinander.
Und ein Türke sind 3 Strikes hintereinander. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach, komm schon. Beim letzten Mal habe ich wenigstens ein paar Strikes geschafft. Das gibt's doch nicht. Clean Game ist, wenn man alles abräumt. High Game ist ab 160 Pins. Sind Pins... Ach Gott, was war denn das? Sind Pins Punkte? Ist Pins quasi vergleichbar auch mit Punkten? Da brauche ich, wenn ich das so machen will, wahrscheinlich die noch leichtere Kugel. Pins sind die Kegel. Ja, ja, das weiß ich schon. Aber gelten die Punkte auch für abgeräumte Pins? Nee, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Eine blöde Frage. Aber ich dachte, vielleicht nennt man die Punkte auch Pins. Genauso wie die Pins. Ist die leichte Kugel doch ganz gut, weil ich die super krass anschneiden kann. Das war jetzt ein bisschen wenig Power und ein bisschen viel Drall, oder? Oh, gar nicht schlecht. Oh, das hat doch auch einen Namen, oder? Wenn nur der mittlere stehen bleibt. Das kenne ich. Das ist irgendwas ganz Spezielles. Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ah, nee, nix geworden. Du hast den King stehen lassen. Ah, okay, genau. Jetzt aber. Der sieht gut aus, glaube ich. Oh, der war wirklich nicht schlecht, aber leider ein so ein blöder Kegel, ey. Nein, es ist schwierig, den gerade hinzukriegen. Ach so, aber wartet mal, genau. Wenn ich einzelne Kegel abräumen will, dann muss ich natürlich die super schwere nehmen, Kugel, weil die viel weniger vom Drall beeinflusst wird. Ja. Ja. Kennt ihr das Video, das Katzenvideo von der Katze, die so ja macht? Das muss ich denken. Ja, na wenigstens zum Abschluss nochmal ein Strike. Strike. Sehr schön. Oh, und jetzt noch ein Strike und dann gleich noch ein Strike. Ich weiß gar nicht, darf ich dann 3-mal werfen in der letzten Runde? Vielleicht. Wir werden es vielleicht rausfinden. Ah, du blöder Einer, Pin, du. Du blöder Einer? Diesmal werden es nicht mal 100 Punkte, glaube ich. Jetzt super stark und so gerade wie möglich. Na, mal schauen. Die super schwere Kugel vielleicht. Ist die sich nicht so stark beeinflussen? Na, immerhin. Okay, ich habe das Gefühl, mit meinen jetzt erworbenen Skills kann ich jetzt ein super Spiel machen. Nochmal spielen. Diesmal werde ich kegeln, dass die Welt in ihren Grundfesten erschüttert wird. Zumindest die Pins da vorne werden in ihren Grundfesten erschüttert. Der war gut. Yeah! Mit einem Rotation Ball gespielt. Was bedeutet ein Rotation Ball? Ist das einfach nur, wenn man der Kugel einen Spin mitgibt, oder? Ja, das habe ich im Real Life versucht. Und das funktioniert auch ein bisschen, aber nicht so wirklich gezielt. Ha, schade. Das ist Pech.
hätte besser laufen können, finde ich. Ja, hallo, Kater. Ha? Ausgeschlafen. Hat da einer anscheinend. Schade, nach einem Strike dann so vermasseln ist schon schade. Oh, das war ein bisschen schwach. Huh, gar nicht so schlecht dafür. Gibt einen Normal Ball und einen Rotating Ball. Und der zweite hat einen Kern, damit man die Kurve spielen kann. Ah, aha, der wird dann mehr beeinflusst quasi von Drift, von Drall. Oder so. Nee, habe ich dann wahrscheinlich nicht. Plank. Eine Unwucht hatte. Ich hatte ein Jojo mit so Kugelgehäuse. Das hat so ähnlich funktioniert, glaube ich. So, das ist wieder gut, glaube ich. Einigermaßen. Yeah! Und wie? Das war so ein Trick-Jojo, das konnte so durchdrehen. Da konnte man so... Ich habe da... Kater! Ich habe da ein paar Tricks mit dem Jojo wirklich gelernt. Ich konnte das so Gassi gehen lassen für ein paar Meter. Also Meter ist zu viel, für ein paar Zentimeter. Und sowas. Und so... Das kennt ihr vielleicht, so ein Jojo, wenn es dann so durchdreht, so ein Dreieck machen und so durchschaukeln lassen und dann wieder zurück. So Sachen habe ich mit dem Jojo drauf gehabt früher. Das war ganz witzig. Gab es mal eine Zeit, da waren die irgendwie total hip, die Jojos, da hatte ich auch eins. Das war unmittelbar nach dem Tamagotchi. Kater, ich sehe nicht, was ich gemacht habe. Strike, Glückskater, bleib hier. Bleib hier, Glückskater. Kannst mir helfen. Ja, leck ruhig die Tomatensoßenreste vom Pizzateller. Ist okay. Ah, der war nicht so gut. Oh, okay, ich nehm's zurück. So, das wird ein, zumindest jetzt persönlich, ziemlich sicher Rekordwurf, was wir hier machen. Also Rekordlauf quasi, so insgesamt. Hi, Werderhock. Ja, meine Güte. Jetzt aber. Fourth. Jetzt geht's aber ab hier. Ach, ja, wir wussten alle, dass es irgendwann mal abreißen muss, die Glückssträhne. Hilft ja nicht. Vielleicht haben wir wenigstens Glück und treffen noch den einen da vorne. Na, immerhin. Dein Kater hat dir fast das Steak geklaut. Okay, das ist auch nicht... nicht schlecht. Also für den Kater. Jetzt ist unsere Glückssträhne zu Ende. Der Kater ist auch weg. Klar. Daran liegt's. Ah, ich habe den 16-Pfund-Ball benutzt gerade. An dem liegt's wahrscheinlich. Komm schon, ich will... Schaffen wir doch 200? Ist das noch möglich? Vielleicht, wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Ja! 197 ist drin. Oh nein, echt nur? Also nur unter Anführungsstrichen, aber verdammt. Schade, 200 wären schon cool gewesen. Thank you.
Mist. Tja, wie die alte Lady gesagt hat, wir haben nicht das Zeug zum Profi. Es reicht höchstens zum Halbprofi. Das auch nur mit viel Übung. Ah, Mist. Oh, ja, immerhin. Ziel, ein perfektes Spiel für den 24-Stunden-Stream. So ein bisschen wie beim ersten 24-Stunden-Stream, Stream, der Valkyrenkampf in God of War. Jetzt wartet mal, ich muss mal kurz... Nee, ich wollte gar nicht ganz By the aufhören. Way, Mrs. Carpenter. Ah. Remember the first time I bowled for you and showed you that I had what it takes to go semi-pro? Was there any special reason why the lane was open that day? The truth is, something very peculiar happened that day. And as a result, I wasn't able to leave my house for quite some time. Meaning? I told you my husband passed away 10 years ago, didn't I? Well, I received a sort of message from him. Crime, punishment, and love, all three were intertwined. Das ist Deadly Premonition 2. Sehr korrekt. Intriguing. I'd love to hear more. When he was in good health, he only ever bought me a single present. Only once during our entire marriage. Eigentlich haben wir hier quasi einen Mordfall zu lösen. Aber... wir müssen natürlich erstmal ein bisschen kegeln. Und mir geht's gut. Und dir? And oh, what a terrible present it was. Ich habe jetzt übrigens die letzten Wochen wirklich dauernd dran gedacht und versucht auch, dass ich wieder ein feinjustiert Video mache. Und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Aber nach dem 24-Stunden-Stream werde ich jetzt versprochen eine feinjustiert Großoffensive starten, damit man ein paar Videos nachholt, die schon lange hätte geben sollen. That alligator figurine looked so atrocious, and it was wearing this hideous top hat. Alligator figurine? Oh, honestly, I just hated it. But that was the only present he ever gave me. So I put up with it and kept it in the house. Then, when he went up to heaven, I figured I finally had a safe chance to get rid of it. So, I buried it along with his coffin. Stimmt, ja, genau. You threw it away? Yes, but I regret it now. The more I thought about it, the more I realized I'd just gotten rid of the one and only thing he'd ever given to me. I couldn't believe I'd gone and done something so stupid. Then, suddenly, something unbelievable happened. One day, I woke up, went outside as usual, and there it was. The figurine was right there in my yard, and it was glaring straight at me. As if it had a bone to pick with me. I was so shocked. I thought my heart was going to leap right out of my chest. Right there, I decided I had to tell my husband the truth. So I went up to his photograph and did my best to tell him the whole story. Then I heard it. Honeybee. That figurine is a gift from heaven. Who said that? He did. My husband started talking to me through his photograph. Well, instantly, I felt peace wash over my heart, and I decided to bring the figurine back inside my house. Then he spoke to me again. Let the youngster use the lane, he said. Suddenly, it all hit me. I rushed over, and there you were, getting a strike. That's when I realized. My husband has always been watching over me ever since he passed away. This is the power of eternal love. You understand me, Mr. Special Agent? Oh, dear. Das macht alles Sinn.
We got a Vinica. What was I thinking? I'm still in the middle of my game here. I was right on the verge of completely ruining my routine. Go on, get. I'm busy here. Shoo, shoo. Eternal love, Zach. Isn't it wonderful? But why do you think her husband ever bought her that thing in the first... No, we better not go there, Zach. Mysteries are far more romantic when they're left unsolved. Especially mysteries that are connected to romance. Na gut, jetzt will ich noch mal die Kegelbahn, bitte. Boom. Well then. Wegen erstens Ranking. 300 Punkte müsste ich schaffen für den ersten Preis. Wir sind jetzt momentan mit unseren 187 auf dem vierten Platz. Ab dem dritten Platz, ab 200, gibt es wenigstens Butterkekse als Preis. Den Butterkeks hätte ich schon gern als Bowlingpreis. Aber ich wollte vor allem wegen den fortschreitenden Belohnungen. 9000 Punkte. Man kann da echt lang bowlen, wenn man will. Holy Potato. Eichenblatt gibt es bei 550. Das wäre das nächste. Insgesamt 9000. Holy. Meine Güte. Aber die 550, das Eichenblatt, holen wir uns auf jeden Fall jetzt noch. Wahrscheinlich ist das tatsächlich einfach nur ein Eichenblatt, das ich dann bauen, das ich dann quasi für meine Fetische benutzen kann. 300 ist ein fast perfektes Spiel. Oh Gott, ey. Ja, kann man viel bowlen, wenn man will, in dem Spiel. Viel zu schwach. Ah, von wegen. Ich mache jetzt ein perfektes Spiel. So sieht's aus. Und Schluss. Will nichts mehr hören. So. Wie geplant. Ah, wie schade. Preacher, danke fürs Followen. Schade, schade. Wäre das nicht cool gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte? Tja. Dann mache ich wenigstens das Beste draus. Ja, so eine kleine, ne, so eine kleine Schlaffe kann schon mal sein, aber ab jetzt wieder nur Strikes. Na, come on, Spiel, du bist gemein. Aber wenigstens die 550 schaffen wir wahrscheinlich. So kann's gehen. Gerade war noch... Nach den ersten zwei Spielen war die Hoffnung noch da. Und jetzt... Es ist halt im Grunde ganz viel Glücksspiel auch einfach. Ich meine, ist es in Wirklichkeit nicht auch super viel Glücksspiel? Weil, wenn die Kegel irgendwie Arschlöcher sind und keinen Bock haben, dann fallen die halt einfach blöd und schubsen ihre Freunde nicht um. Und dann ist es doof. Kann man das alles über die Kraft so modellieren, dass man ziemlich genau einschätzen kann, wie die Kegel wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, die 550 haben wir schon, oder? Wie viel hatten wir insgesamt? Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht vertue ich mich auch um 100. Oh Gott, das war gerade ein sehr seltsamer Wurf. Schaut gar nicht so schlecht. Man wirft immer den gleichen Wurf irgendwann. Versuche ich hier gerade auch zu etablieren, quasi. Im Grunde. Ah, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Die super schwere Kugel. Ah, nee, trotzdem zu viel dran.